Jo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei Drupperpunkt, beim Video und blablabla. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zurück bei Drupperpunkt, Video, aber mein zurück. Und ich vermute, dass wir uns so langsam dem Ende neigen. Was haben wir hier? Ein Akkordeon. Das brauchen Sie wohl nicht mehr. Das ist wohl richtig. Perfekt. Eine wichtige Komponente für den Quantendiskriminator. Ach, die Eingabequelle. Alles klar. So. Guck mal hier beim Typen. Ein Bleipoker. Kann man, glaube ich, nichts mehr gewinnen, ne? Na gut. Naja, das war ja schon nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden ihn vielleicht ganz gut tun, ne? Immer dran denken, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Da haben wir also Nick. Ich hab schon genug. Gut. Herr Tannhaut, Sie strahlen so schön. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Genießen Sie das? Ja, all die Lichter. Ja. Es war mir ein... Bis bald, Herr Tannhauser. Na klar, wo ist denn eigentlich jetzt die dumme Olle hin? Unsere Verräter. Bitte. Ich möchte den anderen auch noch einmal breit. Das ist eine Schieß... Ja. Wenn ich eins nicht leide... Jupp. Es ist das Fenster zum... Ja. Ja. Wir haben aber immer noch nicht alles, ne? Das sollte funktionieren. Super. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Geil. Ich leide noch. Mädchen hat eine Idee. Keine Zeit zu verlieren. Oh, So, jetzt noch etwas Calcium. Okay. Wenn wir hier überall aber noch nichts machen, ne? Da fehlt uns übrigens noch alles. Stissel. Also manchmal ist Pop so. Nee. wo ich halt nicht mehr weiter weiß. Werkzeug zum Aufmachen haben wir jetzt immer, aber. Ne? Ne, Spitzhacke, aber. Haben wir da oben jetzt irgendwas vielleicht? Boah, ich hab keine Ahnung. Hier ist immer noch nichts, da können wir immer noch nicht ran. Ich frage. Hier. Da waren wir ja jetzt. Auf der anderen Seite des. Warte, das ist da oben, was, ne? Das. An einer der Felswände ist mir ein Zeichen aufgefallen. Ein Hexagon. Über seine Bedeutung kann ich nur Vermutungen anstellen. Okay. Ich kann nicht mit leeren Händen. Ja, gut. Puh. Ich bin leicht überfragt, aber auch nur leicht. Boah, was machen wir denn jetzt?
Hat er ja noch irgendwas? Nee, ne? Ahoi! Nee. Ich muss dann. Passe auf dich. Kommen Sie ran, der Herr! Na gut. Macht das vielleicht irgendwie Sinn, ne? Ne? Nee. Naja, das war ja schon mal nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden ihn vielleicht ganz gut tun. Warum kann ich die Vögel aber so hinlocken? Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Den Eimer scheint man aus rein dekorativen Gründen dort oben aufgehängt zu haben. Kühlmittel fehlt uns ja auch noch. Oh, puh. Da oben irgendwas noch? Ja. Huch. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur falsche Kleidung. Dieser Redensart, Beverly, muss ich meine volle Zustimmung aussprechen. Ich befinde mich hoch oben auf dem Klumpen der wohl höchsten Erhebung im umliegenden Mittelgebirge. Die Kleider, die ich am Leibe trage, lassen sich wohlwollend als mindestens unpassend für die vorherrschende Witterung beschreiben. Nach kurzer Wanderung habe ich die örtliche Wetterstation erreicht. Ja. Ja, aber da brauche ich doch mit Sicherheit noch den Eimer Schnee zu holen, oder? Ich hoffe nicht, ich will es mich verarschen. Ich guck Titel. Festgefroren. Ach, mecken. In den Griff sind irgendwelche Worte eingraviert. Nimm mich auf und wirf mich weg. Mhm. Ja, das haben wir schon probiert. Ach. Ah. Funktioniert. Super. Fest. Was haben wir denn hier? Das sieht ja gemütlich aus. Hm? In Trüberbrook, oben auf dem Klumpen, wird Wetterforschung im großen Stil betrieben. Das derzeit wechselhafte Mikroklima hier in der Region scheint Interesse geweckt zu haben. Hm. Es handelt sich um einen herkömmlichen Wetterballon, nicht um eine fliegende Untertasse. Hm. Logisch. Hätte ich jetzt auch vermutet. Hallo? Guten Tag. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Bitte verzeihen Sie den frostigen Empfang. Madonna Lübcke von der Meteorologischen Gesellschaft. Hm. Tannhauser, sehr erfreut. Was machen Sie hier? Ich beobachte das Wetter. Ach, wirklich? Und was macht das Wetter so? Hm, tja, eigentlich bin ich in Trüberbrook, weil das Wetter hier so besonders unauffällig ist. Ein richtiges Durchschnittswetter, wenn Sie so wollen. Aber heute Nachmittag schlag mich doch der Blitz. War es vorbei mit der Durchschnittlichkeit? Sie meinen, das ist Schnee von gestern? Ganz genau. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie sowas überhaupt möglich ist. Mir dämmert, was Sie meinen. Ich sehe schon, allmählich tauen Sie auf, hm? Wie lange sind Sie schon hier draußen? Hier in Trüberbrook? Das Projekt läuft jetzt seit 6 Monaten. Na, Glückwunsch. Ich muss weiter. Natürlich. Mhm. Es sind allerlei technische Messgerätschaften angebracht. Bei dem Wetter bleibe ich lieber am Boden. Gut. Entschuldigung, ist das Helium in Ihrem Tank? Genau, zum Befüllen der Wetterballons. Hey, nicht das Helium klauen.
Hey, nicht das Helium klauen. Bei dem Wetter... Also ich müsste die wahrscheinlich irgendwie ablenken. Es handelt sich um einen herkömmlichen... Aber wie? Hallo? Was machen Sie? Ich. Und? Ein Richt... Ab. Sie meinen... mir der Mann. Und? Was? Sie... Ich kann mir ein... Wie war das, wenn's im September donnern tut? Was zur Hölle? Wird das nächste Jahr nicht gut? Setz dich auf mir einen Hut. Folgt im März. Druckt Fleisch. Blut. Geht die Ernte bald kaputt. Ich hab keine. Folgt im März sogleich die Flut. Das klingt bescheuert. Okay. Wie ist es im September Wind? So glaub es mir. Verkündet harten Winter dir. Ja, so war das, ganz genau. Ich will Ihnen wirklich nicht die Laune verhageln, aber könnte ich mir wohl etwas von Ihrem Helium abzweigen? Helium ist sehr kostbar, vor allem hier oben. Was haben Sie denn vor? Ich möchte es als Kühlmittel verwenden. Als Kühlmittel? Das funktioniert doch gar nicht. Sie müssten es herunterkühlen, bis es flüssig wird. Ach, das geht auch so. Glauben Sie mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin doch schließlich Physiker. Also könnte ich etwas von Ihrem gasförmigen Helium abbekommen? Ich überlasse Ihnen etwas Helium, wenn Sie mir im Gegenzug einen Gefallen tun würden. Könnten Sie wohl für mich runter ins Dorf gehen und ein eiliges Telegramm an die Zentrale schicken? Ich kann hier nämlich unmöglich weg. Das glaubt mir kein Mensch. Jahrelang sitzt man hier. Jahrelang passiert nichts. Und dann erschlag mich doch der Blitz. Aurora Borealis über Trüberbrook. Ja, klar. Also gut, ich helfe Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Gasthaus unten im Ort verfügt über einen Telegrafen. Was? Ich versuche es mir zu merken. Tausend Dank, Herr... Tannhauser. Herr Tannhauser. Klar. Hey. Ja, yep. Ich tu dir deinen Scheiß gefallen. So, na dann, auf ins Gasthaus. Die haben ein Telegram. Hier, Trude. Wie sieht's denn aus? Trude? Hallo, Professor. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Für die Meteorologin oben auf dem Berg. An die Meteorologische Gesellschaft? Ja, natürlich. Schießen Sie los. Also. Ey, das habe ich mir nicht gemerkt. Ach, ernsthaft jetzt, ja? Oh Gott. 07204. 7. Keine Ahnung. 2, 7, 8, 7. 6, 1, 7, 8, 0. 4, 0, 0, 1, 8. 1, 8, 1, 0, 9. 6, 5, 4, 7, 2. 4, 0, 2, 1, 0. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. Die am anderen Ende sagen, dass die Messdaten keinen Sinn ergeben. Ich hab mir wohl den Code nicht richtig gemerkt. Trude, ich komm. Ja, gut, dann... Trude? Hallo, Professorchen. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Für die Meteorologin oben auf dem Berg.
habe da mal schnell einen kleinen Cut gemacht. Ja, natürlich. Schießen Sie. Und zwar die 07204. 07204. 10433. 0433. 22608. 22608. Die 40018. 40018. Die 18109. 18109. Die 00030. 00030. Und die 04103. 04103. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. Ich lese vor. Werte uneindeutig. Stopp. Bitte alle Messungen überprüfen. Stopp. Sensation. Stopp. Danke, Trude. Ich werde die Nachricht sogleich überbringen. Mhm. Das machen wir doch gern. So, dann wieder da lang. Und wieder hoch. Juppi. So, pass auf, Troller. Hier. Hallo? Guten Tag. Hier ist die Antwort aus der Zentrale. Werte uneindeutig. Stopp. Bitte alle Messungen überprüfen. Stopp. Sensation? Stopp. Oh, eine Sensation, hörst du? Eine echte Sensation. Bitte tu mir noch einen Gefallen, dann kannst du dir so viel Helio nehmen, wie du willst. Hier, nimm diesen Schraubenzieher, geh zu meinen drei Außenstationen, guck rein und bring mir die Werte. Bitte, ich kann hier auf gar... Wo finde ich die Messstation? Also, eine ist unten am See, yep. Die zweite im Ort bei der Aussichtsplattform, yep. Und eine dritte steht draußen im Moor. Yep. Alles klar. Tausend Dank, Herr... Tannhauser. Herr Tannhauser. Ich weiß, wo die alle sind. Denn das fragen wir uns schon das ganze Spiel, wann wir da reinkommen. So, Typ eine ist im Moor. Kann mir kaum vorstellen, dass sie regelmäßig hier rauskommt. Ja. Mal sehen. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Temperatur, Luftdruck. Ah ja. Noch zwei Wetterstationen zur Überprüfung. So. Ahoi. Ahoi. Auf geht's. Und zwar ans Ufer, da ist noch einer. Ich bin sehr ungehalten. So, da haben wir noch eine. Zip. Mal sehen. Windrichtung, Windtemperatur. Mikrometer sollten eigentlich nicht so nah am Wasser stehen. Naja. Nur noch eine Wetterstation zur Überprüfung. Jupp. Und zwar ist die da oben. Hallo. Und dann können wir nämlich mit dem Schraubenzieher den Fernseher ausmachen. Ja. So. Mal sehen. Windrichtung, Wind. Ganz schön windig hier oben. Temperatur. Jupp. Das sollte reichen. So, dann gehen wir gleich nochmal, weil nicht, falls ihr ihren Schraubenzieher zurück habt, gehen wir nämlich gleich nochmal in die Dings.
verlegen die Plätze und holen uns diesen komischen Teilbeschleuniger oder was auch immer. So. Perfekt. Eine weitere Komponente für den Quantendiskriminator. Gut. Ich finde es zwar nicht gut, dass man Quanten diskriminiert, aber... Jo. Dann gehen wir zur Wetterstation. Also zur Wetteralten. Geben da mal die Daten. Holen uns Helium. Und dann dürften wir eigentlich... glaube ich alles haben, oder? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube ja. Also das hier müssen wir noch irgendwie kriegen, aber ich weiß noch nicht so genau wie. So, da wieder hoch. Und wieder zur Ulla. So, hier, pass auf. Hallo? Guten Tag. Ich habe hier Ihre Messdaten. Oh, das ist ja einfach unfassbar. Das ist der Nobelpreis. Und tschüss. Ich muss mir das unbedingt aus der Nähe ansehen. Sie ja. Ach ja, behalt das Helium. Nimm so viel du willst. Okay, das machen wir natürlich gern. Aufgepumpt mit Edelgas. Perfekt. Ja, schön. Eine weitere Komponente für den Quantendiskriminator. Gut. Haben wir, wie kommen wir denn an die Schau? Allerlei technische Messgerätschaften angebracht. Bei dem Wetter bleib ich... okay. Gut. Ja, es sieht so behindert aus. Dann gehen wir jetzt mal ins Dings und gucken, ob wir alles haben. Aber wie wir das kriegen, habe ich halt keine Ahnung. Brauchen wir Blei? Ich bin... boah, ich hab... Wir sehen super aus. So, bitte. Danke, perfekt. Die Hälfte hätten wir. Nur noch zwei Teile. Mhm. Gretchen macht Fortschritte. Gefahr steht ins Haus. Kerntemperatur auf 15 Millionen Grad Celsius. Check. Alles klar. Gute Idee. Das ist es. Fast fertig. Es fehlt nur noch ein Teil. Gretchen bleibt dran. Die Zeit läuft ab. Gerichtete Tachyonimpulse. Ja, check. So. So. Das bringt uns alles nichts. Ich weiß nicht mal, warum das eigentlich hier rum wird. So, jetzt haben wir mal das Ding. Was war denn das? Was war das nochmal? Blei oder was ist das? War das nochmal? Wie ist die Lage? Geht so. Wegen des Qu- ja? Ich habe leider völlig. Am besten guckst du dir den Plan an. Wir brauchen eine Energiequelle, am besten eine richtig starke. Während wir in meiner Dimension hätte ich vorgeschlagen, eine dieser tollen 90, aber die Möglichkeit haben. Puh, das ist ganz... Außerdem brauchen wir einen Teilchenbeschleuniger. Klein genug, um ihn hier drin. Dann nehmen wir die braunsche Röhre, die du gefunden hast. Perfekt. Ein Interface, um das Gerät zu... ich glaube, dieses alte Akkordeon... hört sich gut an. Und dann noch ein potentes Kühlmittel. So, die Idee mit dem Helium war gut. Das sollte funktionieren. Tipptopp. Okay, ich bin bald zurück. Okay, wir brauchen also noch unsere wir müssen hier das
Das ist das Grundgerüst. Er ist fast... Auf jeden Fall fehlt eine Energie. Das ist der Orgon. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Keine Sorge. Das ist eine Sense. Ich dachte... Wir müssen irgendwie unsere Strahlung damit mit Blei absorbieren wahrscheinlich. Strahlung wird mit Blei absorbiert, also von daher, ne, kennt man ja Röntgen zum Beispiel, kriegst du ja auf diverse Körperstellen Blei drauf, also hier ein Blei-Dingsbums. Den brauchen wir, den Blei-Dings, aber ich weiß nicht, Vitamine, wie sollen wir da rankommen? Irgendwas mit den Vögeln. Sind das die Tage, die wir spielen hier oben? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas mit den Vögeln wahrscheinlich noch, oder? Puh. Den Eimer scheint man aus rein dekorativen Gründen dort oben aufgehängt zu haben. Ein... Ja. Den Eimer scheint man aus... Gut. Leute, ich mache hier nochmal eine Pause. Wir sind eh gleich bei einer halben Stunde. Also von daher, ich gucke nochmal schnell ein bisschen rum, ob ich irgendwas finde, weil ich will es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Wenn ich hier die ganze Zeit rumsuche, das passiert nichts, ist ja auch langweilig. Ich guck mal, ob ich was finde und dann sehen wir uns sofort in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank dafür, danke und bis dahin und ciao und bis dann. Good.